Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu Vampire Survivors. Das ist ein Indie-Spiel, welches pottenhässlich ist. Viele aus meiner Friendlist spielen es. Keiner ist so gut wie ich. Wir werden uns heute dieses wunderbare Indie-Spiel anschauen. Es handelt sich dabei um einen... Ich habe keine Ahnung, wie das Genre heißt. Aber man spielt eine kleine Figur, steuert die mit Pfeiltasten oder WASD. Ich glaube, mit der Maus geht auch irgendwie, aber ne, ist auch egal. Und man sammelt Waffen, also man levelt. Es kommt von überall Gegner. Und man levelt und kann sich dann Waffen ausrüsten, bis zu 6 Stück. Und die schießen automatisch. Das heißt, nur Movement ist wichtig. Und es gibt allerdings auch 6 Slots für passive Items. Beispielsweise, hier, so ein Buch. Ja, das reduziert dann immer den Cooldown der Waffen, wie schnell die schießen immer wieder. Versteht ihr? Und so rüstet man sich dann hoch. Ziel ist es, in so einem Run möglichst lang zu überleben. Am Ende, ich glaube so bei 30, 35 Minuten wird man immer umgebracht. Und bis dahin muss man möglichst hoch leveln und Kohle machen. Denn, und das ist ganz nice, klar, man spielt hier immer Runs und man startet immer wieder von null. Aber die Kohle, die man in den Runs macht, die nimmt man mit. Ja, und da kann man sich hier dauerhafte Upgrades quasi kaufen. Da bin ich noch lange nicht am Schluss. Das Ding ist, jedes einzelne Upgrade wird teurer, umso mehr Upgrades man insgesamt gekauft hat. Das heißt, wenn man auch ein bisschen gedaddelt hat, bietet es sich an, immer ununterbrochen zu refunden und neu zu verteilen und immer die teuersten Sachen zuerst zu kaufen. Aber das nur am Rande. Ich habe heute hier ein Bild mitgebracht, der sich gewaschen hat. Ja. Wir spielen heute Mortaccio, der ist Italiener und wirft mit Knochen. Und das Besondere an ihm ist, alle 20 Level bekommt er ein Projektil mehr, was seine Waffen schießen können. Das heißt, wir werden heute auf Waffen gehen, die Projektile verballern. Ich habe mir das so ein bisschen zurecht gemacht hier. Und mal gucken, ob wir alles finden, denn es ist immer random, welche Upgrades man bekommt. Also die Waffen, das seht ihr auch gleich, die man einsammeln kann oder die man bekommt mit Level Up, da hat man immer eine Auswahl von 3 bis 4 Stück und das ist immer random. Da müssen wir ein bisschen Glück haben. Es gibt 3 verschiedene Maps. Wir spielen die Bibliothek jetzt, sag ich mal, und spielen da auch den Hyper-Mode. Den schaltet man frei, wenn man das einmal durchgezockt hat. Und seht ihr ja, man kriegt mehr Gold. Das ist ja das, was wir wollen über die Runden hinweg oder über die Runs hinweg. Und wir bekommen Lack-Bonus. Lack saufe ich eigentlich immer am Wochenende. Hier ist aber auch so relativ wichtig, denn umso mehr Lack man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man beispielsweise bei Level Up 4 Sachen auswählen kann, von 4 Sachen etwas auswählen kann als von 3. Oder es gibt weniger oder eine weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dass negative Events im Run passieren und so weiter und so fort. Wir starten rein. Abfahrt. Also Mocaccio, der ballert so kleine Knochen. Und die prallen ab. Und ihr seht schon, hier sind jetzt überall Gegner. Ah, das ist sehr gut. So. Ich versuche jetzt einmal kurz, euch alle mitzunehmen und dann Vollgas. Also, wir haben jetzt hier ein Level-Up bekommen, weil wir diese Kristalle einsammeln. Diese Kristalle liegen auch zum Beispiel hier, da und da. Die geben einem Erfahrung. Oben, ganz oben, seht ihr die Leiste. Wenn die voll ist, sind wir Level-Up. Und dann passiert das. Wir können von 3 Waffen eine Waffe aussuchen. Firewand und Cross wollen wir. Cross ist aber besser zum Leveln erstmal. Das heißt, wir nehmen Cross. Auf der linken Seite, meine Damen und Herren, sehen wir auch unsere ganzen Stats, die sich noch verändern werden. Und bedenkt, wir wollen leveln, denn alle 20 Level kriege ich ein Projektil mehr. Jetzt kommen wir zu Bumeranränge. Das ist meine neue Waffe. Die ballern zusätzlich zu den Knochen. Ihr seht schon diese kleinen Kristalle. Die werden gedroppt von den kleinen Drecksviechern hier. Das sind irgendwie Bäume, die Fresse nicht voll bekommen. Ja. Und die droppen hier diese Kristalle. Und da sieht man auch schon oben, geht die Erfahrung rein. Wir nehmen den Magic Wand. Der feuert auch. Ähnlich wie die Bumeranränge auf den nächstmöglichen Gegner. Geile Mucke. Und den nehmen wir mit. Magic Wand. Weil wir wollen Waffen. Da schießt er. Papam. Papam. Wir wollen Waffen, die möglichst viele Projektile ballern. Ja. So, toll. Okay, wir wollen Bracer oder Firewand. Ich würde aber mit Firewand erstmal weitermachen. Nee, Bracer ist eigentlich... Es gibt... Ja. Ich glaube, wir nehmen Bracer mit, oder? Ah, nee, Firewand. Komm, dann haben wir den Safe. Firewand schießt ein paar Feuerbälle, aber in deutlich...
langsamerem Intervall, macht aber deutlich mehr Schaden, wie ihr seht. Ne, die Damage-Zahlen, die ploppen auf. An den Knochen, ganz interessant, die prallen halt immer ab. Und jede Waffe, die man einsammelt, kann man auch leveln. Das heißt, wir sammeln jetzt nicht 6 Waffen und dann war es das. Nein, von dann an levelt man die und die bekommen dann immer bessere Effekte. Wie zum Beispiel hier. Wir können jetzt den Knochen auf Stufe 2 bringen. Das bedeutet, er hält länger an. Ja, der verpufft dann ja irgendwann. Und er wird größer. So, wir wollen aber unbedingt das haben. Erkläre ich später noch. Zu den Waffen, die man einsammeln. Zu den Waffen, die man einsammelt, sind auch einige passive Items relevant. Denn dann kann man die Waffen, wenn die die höchste Stufe erreicht haben, auch noch zu einer legendären Waffe upgraden. Das ist heftig. So. Ich gucke gerade nach links. Es gibt so ein paar Secrets auf der Map. Zum Beispiel kann man hier ein Empty Tome abgreifen. Ich glaube, da war ich jetzt aber schon und habe das verpasst. Das habe ich dann, habe ich jetzt gerade was falsch gemacht. Aber das war natürlich, oder? Nee, ich glaube, ich muss einfach eine Weile nach links rennen. Man kann auch eine Weile nach rechts rennen. Aber ich muss auch leveln. Ist auch wichtig. Ich muss auch ein bisschen leveln. So, Spinat wollen wir. Nehmen wir schon mal mit, dann haben wir es. Wir wollen aber vor allem Rune Tracer auch noch bekommen. Naja, müssen wir mal gucken. Aber wir haben ganz gute Waffen, aber wir müssen auch echt ein bisschen leveln. Wenn ich jetzt hier einfach durchrenne, dann ist das gar nicht mal so gut. So, mal gucken. Toll, tolle Sache. Ist gar nicht so schlimm, dass wir die Sachen liegen lassen, weil es gibt manchmal bei diesen, bei den Lampen, die hier manchmal rumstehen, das sind so Kerzenleuchter, die droppen immer random Artefakte. Und bei diesen random Artefakten, da ist auch mal eins dabei, was quasi alle Kristalle einsammelt, die auf der Map rumliegen. Da ist so ein Kerzenleuchter. Müssen wir uns mal reinstellen, dann wird er auch getroffen. Okay, war eine Goldmünze. So, dann nehmen wir Firewand nochmal. So. Ja, und ihr seht schon, wenn die Viecher ein... da ist der Tome. Sehr gut. Empty Tomb. Jawohl. Das ist jetzt quasi einfach ein Free-Item, was wir kriegen. Das ist so ein Secret in der Bibliothek. Nehmen wir direkt mit. Wie gesagt, ich bin ja kein Weichlappen. Versteht ihr? Ich bin richtig schöner Steckdosenbefruchter, der richtig reinhämmert in die Tasten und natürlich in jedem Game performt. Das bedeutet, diese Secrets, natürlich alle selber rausgefunden, sind für mich keine Secrets. So, jetzt machen wir Fokus ein bisschen auf Leveln. Jawohl, Bracer wollen wir mitnehmen. Projectile Speed. Wir werden viele Projectiles haben, wenn die alle schneller sind, werden die Gegner schneller vernichtet. So einfach ist die Mathematik. So, ich fange jetzt hier ein bisschen viel Damage, will ich gar nicht. Theoretisch können wir jetzt einfach wieder zurückgehen. Aber wir machen Folgendes. Cross auf jeden Fall leveln mit unserer beste Early-Game-Waffe. Wir machen Folgendes. Wir werden jetzt warten, dass wir einen Kerzenleuchter bekommen. Hier Kerzenleuchter-Item. Wo wir hier alle Kristalle einsammeln. Sag ich dann. So, das ist eine Truhe. Die droppt immer ein Rare-Mob. Ja, Rare-Mobs kommen so, ich glaube, alle 2 Minuten oder so. Spawn, die muss man wegholzen. Ich würde sagen, es geht los, meine lieben Freunde. Die Sonne lacht. Ich bräuchte jetzt so eine Krone. Na egal. Aus so einer Truhe gibt es ordentlich Cash und auch immer ein Upgrade für eine Waffe. Hier ist es der Feuerwand, unser Feuerzauberstab. Der holzt jetzt schon fast 50er-Schellen rein, ne? Das ist natürlich Schmacko. So. Ich würde sagen Cross, wobei Magic Wand auch gut ist für einen Starter. Wir bleiben bei Cross. Ihr seht schon, unsere Clear Speed ist jetzt deutlich besser. Cross. Die fliegen jetzt hier richtig rum, die Bumeranke. Merkt ihr schon einen Unterschied? Die werden größer, die fliegen weiter, die fliegen schneller. Spinat, nee, Bone. Bone. Die passiven Sachen, die sind eher später richtig relevant. Hier ist ein Hühnchen, das gibt uns 30 Leben wieder. Lecker Hühnerbraten. Wurde auch gedroppt durch so einen Kerzenleuchter. Also normalerweise die Kerzenleuchter, ja, die kann man umholzen mit seinen Waffen. Muss man halt ein bisschen tricksen. Und die droppen immer eine Münze. Wenn man allerdings relativ viel Luck hat, ne? Wir haben jetzt 30% Luck,
dann wird die Wahrscheinlichkeit auch dort erhöht, ein besonderes Item zu droppen. Gedroppt zu bekommen. Genauso wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn man eine Truhe beispielsweise einsammelt, dass man nicht nur eine Waffe oder ein Upgrade bekommt, sondern drei oder fünf, ja. So, oder beim Level-Up, wenn man viel Luck hat, kann man hier auch mal eine Vierer-Auswahl haben. So, wir wollen Cross weitermachen. Die sausen jetzt überall lang, sehr gut. Ja, also Level 20, wir sind ja schon 13, steht oben rechts in der Ecke. Level 20, müsst ihr euch vorstellen, jede Waffe kriegt nochmal ein Projektil dazu. Aktuell ist ja beim Bumerang so, es sind drei. So, Bone. Zack, da fliegen die Knochen umher, seht ihr das? Und die prallen auch ab, das ist heftig. So. Schön leveln, lecker. Übrigens, wir können auch nochmal 3 Minuten nach rechts gehen. Dann bekommen wir sogar noch ein passives Item. Müssen wir mal gucken. Cross. Wings ist komplett useless shit. Brauchen wir nicht. So, da ist wieder ein Ram-Mob. Den möglichst schnell umflügen, würde ich vorschlagen. Crown, hatte ich mir das aufgeschrieben? Crown glaube ich nicht. Damit levelt man halt schneller. Aber wir wollen... Es ist ein Damage Race, dieses Game. Guck mal, ein Projektil mehr als Upgrade für Cross. Das ist auch richtig nice. Es ist ein Damage Race, dieses Game. Aber jetzt wird erstmal die Box geöffnet. Bin ich... Oh, shit. Ja, hi. Wir sind bei Instinct 3 jetzt zwar schon... Okay. Über 60 MitarbeiterInnen, aber tatsächlich suchen wir immer noch Verstärkung für unser Team. Wenn ihr Bock habt auf flexible Arbeitszeiten und begrenzte Urlaubstage und wahrscheinlich ein paar der besten Kolleginnen und Kollegen dieser Industrie, dann bewerbt euch einfach. Den Link findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Und, Tim! Ich hab was kaputt gemacht. Ja. Zu Hause zocke ich das Game so richtig schön auf Boxen mit so einem Subwoofer. Und wenn man da Bass richtig aufdreht, dann ballert der Track richtig. Falls ihr das zu Hause habt, spult nochmal zurück und lasst den Track mal richtig durchballern. Tamina war ein bisschen irritiert irgendwann. Die dachte, ich bin in einer Online-Spielo. So. Bin ich quasi. Oh, hier oben, schön Säckchen. Ja, das ist ein Kennlight Stander. Die müssen wir alle wegmachen. Weil ich will dieses Item, was alles einsammelt. So. Ja. Der Kerzenhalter ist natürlich insane. Mit eigentlich in diesem Bild. Also ich hoffe, ihr schreibt mit. Ich nehme mir nicht hier umsonst die Zeit, ja. Der ist mit am wichtigsten, weil der erhöht die Basisgröße unserer Spells. Also auch die Geschossgröße. Das heißt, das ist heftig. Ja, die Knochen werden irgendwann richtig riesig, diese Bumerringe auch und so weiter. So, das war zum Beispiel ein Item, das hat einen Kerzenleuchter gedroppt, das friert 10 Sekunden alle Gegner ein. Können auch runterzählen, ist ganz nett. So, Clover brauchen wir, denn, und jetzt kommen wir langsam in den schönen Bereich. Ich glaube, mit dem Cross, also diesem Bumerang, da ist es ja so, ich glaube, da waren wir jetzt schon Level 6 oder so. Auf Level 8 ist die Höchststufe erreicht, nee, Level 7. Und... Wenn man dann ein passendes, passives Item dazu hat, dazugehörig im Inventar hat, ne? Oben links seht ihr ja, oben 4 Waffenslots, darunter 4 Passive-Slots. Insgesamt sind das aber 6. Auf der rechten Seite ist noch ein bisschen frei jeweils. Und beim Cross ist es so, ach, das sieht man ja auch, ist auf Stufe 7. Um es zur höchsten Stufe weiterzuentwickeln, brauchen wir Clover. Woher weiß ich das? Ich bin vom Fach. Ja, muss man sich erarbeiten. Und dann wird nämlich Cross zu so einem heftigen Schwert. Das fliegt dann in der Gegend umher und kann kritten. Richtig heftig. So. Jetzt würde ich mich langsam wieder nach rechts aufmachen. Denn wenn wir 6 passive Slots haben, holen wir uns den 7. Nämlich die Steinmaske hier in der Bibliothek. Das ist das 2. Secret. So. Bone. Bone? Hat leider keine legendäre Höchststufe. Genauso wenig wie Rune Tracer, was ich noch suche. Ist ein bisschen unlucky, dass wir noch gar keinen Rune Tracer gefunden haben. Bone. Jetzt müssen wir langsam unsere Items finden, weil ich will jetzt nichts nehmen müssen, was ich nicht will. Ja, dann machen wir Restart. So, alles ein. Ja, hier habe ich liegen lassen auf dem Hinweg. So, hier, komm. Ah, ein Hühnchen. Na gut.
Da ist eine Münze. Die Münze ist komplett useless. Ein Gold. Noch ein Hühnchen. Ah, eingefroren. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Es ist so ein Item, das lässt alle Kristalle auf der ganzen Map zu einem sausen. Ja. So, das war so ein Suicide-Bomber. Haben wir weggemacht. So, und ihr merkt schon, die Gegner, hier diese kopflosen Soldaten, ja, die haben ihren Kopf in der Hand. Kopflos sind sie nicht. die halten schon ein bisschen mehr aus, ne? Also man muss auch ein bisschen auf den Damage achten. Deswegen, ich habe einmal Spinat dabei. Das ist der zweite Slot von links bei den passiven Items. Der erhöht pro Stufe unseren Damage-Output um 10%. Ist dann eher etwas, was ich im Late Game skalieren möchte. Noch ein Hühnchen und eine Mark. Na gut. Axt. Sehr gut. Axt brauchen wir. Und dann brauchen wir nur noch Rune Tracer. Weil Äxte feuert selten. Seht ihr gleich. Zack, da fliegen die Äxte. Sind auch nur wenig Geschosse, aber mal einen höllischen Schaden. Auf der höchsten Stufe, Lecco Mio. Ich will nicht spoilern, aber das sind dann keine Äxte mehr. Die haben dann eine etwas größere Klinge. So. Ich kämpfe mich hier langsam nach rechts, aber es ist nicht leicht, wie ihr seht, ne? Man tut, was man kann. Was man muss, oder so. Ja, immer wenn dieses kommt, dann habe ich einen Gegner berührt. Und die ist das sind Suicide-Bomber. So, ich komme jetzt hier nicht mehr so richtig voran. Ich muss auch respektieren, ja? Wir müssen respektieren. Spellbinder brauche ich gar nicht, nee. Bone, Abfahrt. Die Knochen, seht ihr auch schon, wie die größer werden? Ja, ja, die skalieren hoch. Durch, habt ihr aufgepasst? Habt ihr mitgeschrieben? Genau, dem Kerzenständer. Dreier. So, jetzt muss ich hier ein bisschen... Da ist ein dicker Gegner, das ist ein Rare-Mob. Oh, jetzt kommen die Geister, okay. Aber halt mal gegen. Das ist der Rare-Mob, der braucht die Fresse. Mach den weg. Da liegt er. Ja. Und da geht's ab. Jawohl! Wir haben Epic Drop! Ja, kriegen wir 3 Upgrades. Ist natürlich heftig. Entschuldigung. So, einmal nur am Rande. Okay. Ja, Magic Wand wollen wir upgraden. Ja, also ich sag euch was. Also ihr schreibt ja hoffentlich mit, wenn ihr ein paar Tipps mitnehmen wollt. Upgradet erstmal eure Waffen richtig hoch. Wirklich. Der Rest ist Feintuning, glaubt mir. So, die sind eingefroren, die Leute. Wir sind übrigens schon Level 23. Das bedeutet hier, wenn ihr aufgepasst habt, es fliegen mehr Projektile umher. Das ist ja vom Charakter die Eigenschaft. Ach du Scheiße, wir sind am Arsch. Davon will ich gar nichts. Spinat habe ich, um Firewand abzugraden. Clover habe ich, um Cross abzugraden. Den Kerzenleuchter habe ich, um die Axt abzugraden. Was hatte ich mir denn aufgeschrieben? Ah ja, ich brauche Duplikator, scheiße. Okay, dann spielen wir ohne Rune Tracer. Dann spielen wir mit, hier, Nikolaus Wasser. Sind auch Projektile. Ah, das ist jetzt unlucky. Wir kriegen nicht ganz genau den Bild hin. Aber die sind auch gut. Aber ich krieg den nicht auf legendär, glaube ich, oder? Was braucht man dafür nochmal? Weiß ich natürlich. Ich will nur, dass ihr mitgrübelt. So. Abfahrt. Ja, ist ein geiles Game. Also ganz ehrlich, es ist auch so chillo. Man braucht keine Maus. Ich kann aber einen Cappuccino trinken, wenn ich will. Zufällig habe ich hier einen stehen. Übrigens, das Wichtigste, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ihr müsst ASAP eine Waffe auf Max-Level bringen und dann Minatur upgraden. So. Wir nehmen mal Bone auf 7, damit haben wir die Höchststufe. Ne, noch nicht ganz. 8 ist es. Ich verwechsel es immer. Ah, ist nur ein Test. Wir machen am Ende Multiple Choice, ja? Ihr müsst bitte aufpassen. Und mitschreiben. Crotch-Stufe 8. So. Jetzt haben wir die Höchststufe erreicht. Jetzt wollen wir das Schwert. Geht auch, weil wir haben Clover, ne? Habe ich ja schon jetzt dreimal gesagt. Heilige Scheiße, jetzt kommt hier aber die Masse reingeschallert. Ja, wir brauchen noch dringend Clover. Dings. So, Axt.
Also Axt und Feuerwand auf höchster Stufe, das sind die zerstörerischsten Spells im ganzen Game. Waffen. Oh, da ist ein roter Kristall. Level up. So. Ja, ich würde sagen Santa Wasser. Noch ein Level. Firewand. Wir wollen einzelne möglichst schnell, möglichst hoch haben. So. Knochen fliegen jetzt 50% schneller. Alter, guck mal. Wie die, ne? So. Bald haben wir unsere 6 Passives. Ich hoffe, wirklich, ich bete zu Gott, dass das 6. Was soll das nochmal sein? Habe ich doch eben gesagt. Duplicator. Ja, das würde ich essentiell. Scheiße. Okay, Firewand 6. Boah, lecker. Juicy. Oh, lecko. Nee. So, Firewand 7. Jetzt brauche ich einen Elite-Mob, den ich kille. Dann kriege ich eine Truhe. Magic Wand 4. So. Also ihr merkt schon, hier geht's gut ab. Die Bitrate leidet. Das zu streamen ist eine Sünde, glaube ich. Weil auf Twitch darf man ja nur eine... Ich weiß gar nicht, ob die das mittlerweile angepasst haben. Ich streame schon länger nicht mehr. Also zumindest nicht regelmäßig. Da gibt es immer so eine Bitratenbegrenzung. Ah, da ist der Ram-Up. So, das ist unsere Truhe. Jetzt hoffen wir, dass das Schwert drin ist. Also, wenn man eine Waffe auf der höchsten Stufe, ihr habt ja alle aufgepasst und mitgeschrieben, also Stufe 8 ist, dann kann in der Truhe, die man jetzt nächstes bekommt, diese Waffe geupgradet werden auf eine legendäre Version. Ja! Ich wollte es einfach spannend machen. Also, wir haben jetzt ein Schwert. Ihr seht es auch. Heaven Sword, Allah, das himmlische Schwert. Evolved Cross. Can deal critical damage. Und da stand auch unten drunter, was man dafür braucht, nämlich Clover. Das ist das Kleeblatt, ja, für alle, die nicht auch noch Englisch als Muttersprache, so wie ich, haben. Abfahrt. Nein. Wand. So, jetzt fliegt hier manchmal ein Schwert rum. Müssen wir mal drauf achten. Da, zack, zack. Und das krittet. Die fliegen hier umher. Zack, Junge. Die machen 100er Damage, glaube ich. Ah, noch nicht. So. Das ist vor allem, wenn wir dann an der Größe noch ein bisschen schrauben. Und jetzt die passiven Ab... 200er Crits, Mashallah. Also ist natürlich vor allem dann auch im Late Game strong. Jetzt noch nicht. Also es macht jetzt nicht so den krassesten Massen-Clear. Aber ja. So, jetzt kommen hier so ein paar nervige Gegner. Gut, müssen die wissen. Ey, lass mich in Ruhe. Ja, jetzt verstreut sich hier der Loot. Das ist natürlich kacke. Okay, Magic Wand. So. Müssen uns mal so ein bisschen nach rechts weiterarbeiten. So, und ich muss jetzt wirklich langsam mal entweder... Ja, also das himmlische Schwert war jetzt schon das schlechteste legendäre Upgrade, was ich kriegen konnte. Magic Wand. Ja, wobei, AOE Clear lieber das. Ah, ja, das ist jetzt abwegig. Da ist es! So, jetzt fliegt alles auf der Map zu uns. Magic Wand, 7. Da, komm, Angel. Alter, ich staubsaug das ein. Schön. Wir wollen Clover upgraden, weil wir wollen mehr Auswahlmöglichkeiten, um unseren Duplikator, das 6. passive Upgrade. Das ist so wichtig. Das ist das Wichtigste. Das haben wir noch nicht. Duplikator macht einfach, dass wir ein Geschoss mehr haben. So. Da muss ich hin. Da ist wieder legendärer Rare Mob, ne? Legendärer Rare Mob, auch gut. So. Ja, die komische Fledermaus, die muss weg. Okay, wir haben sogar eine Auswahlmöglichkeit mehr. Dann machen wir jetzt Wand auf 8 und bei dem legendären Mob, wenn da eine Truhe kommt, kommt auch nicht immer, ist auch lackbasiert. Jawohl. Jetzt werden wir den Fire Wand upgraden zu... Ist eine Digitation. Hellfire! Das geht jetzt durch Gegner durch. Und der knallt richtig. Und der, dafür braucht man Spinat für dieses Upgrade. Da seht ihr das. Das ist einfach dumm. So, und deswegen brauchen wir auch den Kerzenhalter, dass unsere Geschosse größer werden. Weil, ihr seht schon,
das schallert anders, ne? Und das ist jetzt deutlich mehr clear. Seht ihr auch schon? So, lecker. Ja, das ist einfach toll. Zack, Junge. Geil. Geht durch wie Butter. So, Magic Wand of 8. Haben wir das auch? Super. Junge, ey, so viel Loot. Ja, jetzt ist es... Also, mittlerweile sind wir an einem Punkt. Wir sind auf Level 40. Wieder ein Geschoss mehr. Ja, ein Projektil. Achso, diese komischen brennenden Felder. Das ist übrigens dieses Nikolauswasser. Santa Water, Alter. Ja, wenn die da reingehen, dann macht das einfach Schaden, ne? Die brennen dann. So. Ja, der ist ja instant down, oder? Komm, komm doch, komm doch. Abfahrt. Die Truhe hätten wir liegen lassen sollen, tatsächlich. Weil man kann sich auch Truhen aufsparen. Okay, never mind. Wir haben unser Magic Wand Upgrade, natürlich. So. Holy Wand. Evolved Magic Wand fires with no delay. Dafür brauchen wir Empty Tomb. Ja, ihr wisst, das Buch, was wir am Anfang eingesammelt haben. Der ballert jetzt einfach durchgehend, wie ihr seht. Alter. Ja, also es wird langsam ein bisschen gestört, bin ich ehrlich. Tut mir auch leid, dass ich euch immer diese Games präsentieren muss, wo man einfach min-maxen kann des Todes und irgendwie... Also es sieht jetzt einfach aus, aber das ist natürlich auch viel Übung, bin ich ehrlich. Ne? Und auch viel Knowledge, was ich mir angeeignet habe. Also, das ist nicht so, wie es aussieht. Wir würden die Axt noch erhöhen. Die Axt wollen wir auf höchster Stufe, weil dann knallt es auch nochmal richtig. Mashallah. Und jetzt, ihr merkt, wir gehen nur noch hoch und runter und saugen ja alles ein, was es gibt. Das ist halt total bastelt, ja. So, Santa-Wasser. Noch ein Projektil mehr, schön. Bei Level 60... kriegen wir nochmal ein Projektil mehr. Also ihr merkt aber, wir gehen nur auf Projektile, weil der Charakter, die Passive von ihm ist einfach dumm. Alle 20 Level ein Projektil mehr. So, jetzt kommen ein paar neue Gegner, dann ist hier mal ein bisschen mehr los. Nice. Crown brauchen wir nicht. Okay, wir nehmen Luck. Gesoffen. Ey, diese Feuerbälle, ne? Feuerbälle, Alter. Die gehen ja so durch den Gegner, ne? Nur noch 100 Meter. Das ist einfach geil. Satisfying. Ich hoffe, 50.000 Bitrate reicht. So, wir machen nochmal das Wasser oder Clover. Ne, wir machen nochmal Clover. Wir haben genug Damage gerade. Wir lassen die Truhe liegen. Ist nicht schlimm, denn wenn die jetzt am Bildrand verschwindet, seht ihr diesen Pfeil. Das heißt, ich finde da immer wieder zurück. Wir wollen die später einsammeln. Wenn wir etwas auf Stufe... Da, Duplikator! Ja! Weapons fire more projectiles. Ja, noch mehr. Und jede Stufe, ich glaube, der geht auch bis Stufe 6. Ja, genau, die Passiven gehen nur bis Stufe 6. War auch nochmal ein Test an euch, dass ihr... Ich will euch ja anregen, mitzudenken. Dann, kommen ein paar mehr Projektile. Also die Feuerbälle, die werden jetzt auch ein bisschen rausgeschmettert, ne? Das ist quasi moderner Völkerball. Das ist... Hammer. Wusstet ihr, dass Völkerball auch so ein Wort ist, was ähnlich wie Berliner oder so? Berliner Pfannkuchenkrapfen. Also auch Völkerball ist ein solches Wort, wo irgendwie regional der Bums anders ausgesprochen wird. Schreibt doch mal eure Version des Völkerballs in die Kommentare. Wir nehmen nochmal Clover mit. Jetzt nehmen wir nochmal Duplikator mit. Jetzt nehmen wir nochmal Santa Water mit. Und dann nehmen wir nochmal Axe mit. Ja, meine Damen und Herren, das ist Vampire Survivors. Ich freue mich. Es macht Spaß. Läuft auf jedem Kackrechner. Das ist ja jetzt geiler in diesem Indie-Game. So, Axe. Axe wollen wir auf Stufe 8 bringen. Dann sammeln wir die Truhe ein. Dann haben wir eine legendäre Waffe. Aber erstmal holen wir jetzt hier unser 13. Item. Ist ein Secret, ja. Ihr merkt, hier kommt nichts mehr ran. Die Medusa dahin, die ist mir scheißegal. Axt Level 7. Also ich muss sagen, bis auf das Nikolauswasser haben wir tatsächlich den perfekten Bild bekommen. Hat natürlich auch viel mit Skills zu tun, dass man genau diese Items auch bekommt. Man muss, das ist eine Abwägungssache. Ja, Pick and Bun. Axt auf 8. Jetzt können wir theoretisch die Ruhe holen, aber ich bin jetzt schon relativ nah dran an der Steinmaske. Ich will die Steinmaske. Gib sie mir.
glaube, ich renne da jetzt einmal durch. So, Abfahrt. Komm, ich renne da jetzt einmal durch. Und dann rennen wir einfach einmal zurück, ja. Ich kann einfach immer diesen Feuerbällen folgen. Oh, jetzt kommen aber deutlich bessere Gegner. Die haben es tatsächlich in sich. Also, die halten einfach viel aus. Ja. Oh, die nehmen wir mit, weil dann upgraden wir jetzt die Axt zur Sense. Jetzt fliegen in alle Richtungen Sensen. Und das sind auch Projektile, das heißt, ich feuer ein bisschen mehr. Wasser. Da sind die Sensen, ne? Und da ist die Steinmaske. Zack. Und unser 13. Item. Ja, meine Damen und Herren, habt ihr vielleicht im deutschsprachigen Raum so noch nicht gesehen, kann ich auch verstehen. Da sind nämlich nur Larrys unterwegs. Hä? Hier läuft das natürlich anders. So, da ist unsere Truhe. Spinat. Finde ich sehr lecker. Ich finde, man kann auch einfach Nudeln machen. Schön mit ein bisschen Salz, 10 Minuten kochen. Egal, welche Nudeln hier, Fusilli oder wie die Scheiße heißt. Und dann einfach nur Spinat. Ja? Einfach Spinat dazu, ist schon ganz lecker. So. Also die Steinmaske, fragt ihr euch vielleicht, Henno, was macht die Steinmaske? Die ist unser Extra-Item, ja, zweites Secret hier in der Bibliothek. Und da seht ihr es auch schon. Wenn wir Geld einsammeln, die Münzen zum Beispiel oder die Geldsäckchen. Oder auch wenn wir eine Truhe öffnen, deswegen hebe ich die auf. Bin gerade unterwegs zu der einen Truhe. Dann kriegen wir mehr Money. Santa Wasser auf die Nummer 8. Level. So. Jetzt werden wir hier einfach um die Truhe herum ein bisschen weiterfahren. Und hier einfach hoch und runter rennen. Einfach hoch und runter. Und Spaß haben. Wir werden jetzt einfach Spaß haben. Ich gehe ein bisschen nach links. Dann gehe ich wieder nach rechts. Hier ist ein Hühnchen. So. Die grünen Kristalle bringen deutlich mehr EP. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr oben das beobachtet habt. Ja, scheiß drauf, Alter. Also, ganz ehrlich, ich habe den Stand des Spiels erreicht. Es ist egal, wo man hinrennt, man sammelt EP ein. Wir wollen halt vor allem, denke ich, Kerzenleuchter clearen, damit wir, das ist jetzt mit das Wichtigste, wir bauen noch größere Projektile, damit wir alle Sachen auf der Map einsammeln. Also, wir brauchen wieder diese Magnetkugel. Oh, da ist irgendein Boss, der will aufs Maul. Ciao. Sammeln wir nicht ein. Wir wollen die Steinmaske erstmal upgraden. Ja, der Run geht 30 Minuten, dann kommt der tot und will uns töten. So, jetzt gehen wir erstmal wieder nach rechts. Ich habe auch das Gefühl, rechts kommen mehr Gegner. Aber vielleicht ist es nur ein Gefühl. Na gut. So, wir gehen wieder unsere Bahn, ne? Ist ein geiles Game. Cooldown. Cooldown reduzieren. Jetzt schießen wir schneller. Hühnchen lassen wir für schlechte Zeiten liegen. Super. Spinat. Mehr Schaden. Weniger Cooldown. Spinat, mehr Schaden. Spinat, mehr Schaden. Spinat, mehr Schaden. Weniger Cooldown. Weniger Cooldown. Wir sind Level 65. Bei Level 60 hatten wir noch ein Projektil mehr bekommen. Ihr seht, also hier knallt alles. Hier knallt. Ja. Wir müssen echt zügig jetzt mal Max Level werden. Also für Upgrades, weil die kann man ja nur auf Stufe 8 und 6 bringen.
Weil dann können wir richtig schön Gold farmen. So, Bracer. Bracer jetzt auf Max-Stufe bringen. Duplicado wäre eigentlich... Der Duplicado geht ja nur auf Stufe... Der geht nur auf Stufe 2, ja. Das war vorhin eine Fun-Frage mit Stufe 6, ne? Habt ihr vielleicht gemerkt. Oh, da können wir Lack einsammeln. Super. Das gibt's nämlich auch als Drop. So. Bracer. Ja, sind wir fast Max-Level. Ihr seht schon, da kommen jetzt nicht mehr drei Auswahl, drei Items zur Auswahl, sondern einfach nur noch die Slots, die noch nicht Max-Level sind. Die Geldsäcke lassen wir auch noch liegen. Wir wollen die gleich einsammeln. Wenn wir die Steinmaske gehabt. Ja, wobei, scheiß drauf. So, haben wir ein bisschen Gold. Oben rechts steht das Gold übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, hier schallert der Lachs rein. Ihr merkt schon, das knallt. Ne? So. Da ist ein starker Gegner. Den machen wir jetzt tot. Können die Feuerbälle bitte den abballern? Warum schießen die nur rechts? Naja. So, ist er hinüber. Passiert. Stone Mask. Jetzt geht's ab, meine Damen und Herren. Jetzt werden wir gleich Gold machen des Todes. Wir haben noch 10 Minuten zum Goldfarmen. Ich habe eine ganze Weile versucht, den Tod auszutricksen in diesem Game. Ich sage euch, wie es ist. Zum Beispiel mit Einfrieren habe ich mir aufgehoben. Und also ein Schabernack. Naja, hat nicht geklappt. So, jetzt kommen da irgendwelche Totenköpfe, die aufs Maul wollen. Ah, die hören einfach nicht auf. So, ich würde jetzt langsam wieder nach rechts gehen. Aber es ist so juicy. Ich will, nach links. Ich will nicht nach links gehen. Guck euch das an. Es ist so juicy. Never ending, Alter. So, aber jetzt muss ich. Ich muss ja auch noch zu den Truhen, bevor die Zeit um ist. Ja, ich gehe jetzt schweren Herzens nach links. Komm. Die Feuerbälle gehen echt nur nach rechts. Guckt euch das an. Aber, ey, links... Links kommen nicht so viele Gegner. Oder? Ey, ich bilde mir das doch nicht ein. Hä? Okay, so. Jetzt haben wir alle Upgrades durchgeballert. Bedeutet, wir kriegen jetzt immer bei jedem Level Up die Auswahl zwischen ordentlich Money, Cash oder Chicken. Ja, also die Auswahl zwischen, keine Ahnung, Sparkasse und Dönerbude. Schöner Chicken-Döner. So, ich renne jetzt einfach mal links durch zu den Truhen, weil ich habe jetzt Steinmaske auf höchster Stufe. Das heißt, ich kriege hier das maximale Gold raus. Super. Jetzt wird Gold gefarmt. Abfahrt. Zack. Oh, epic. Ey, ich hoffe, wir kriegen heute noch Legendary. Das gibt's nämlich auch. 3-mal Geld, super. Ich glaube, es kommt automatisch, weil wir Full Life sind. Ich weiß es. So, ordentlich Cash. Und ihr müsst mal darauf achten, wenn ich so einen Geldsack für 25 Money einsammle, kriege ich oben rechts mehr als 25 Money. Durch die Steinmaske. So. Da sind wir auch schon. Geil, wieder. Alter, episch. Da habe ich auch mal ordentlich Lack eingesammelt. Das müsste irgendwie Endcard-Mucke sein oder so. Es ist ja mega nice. So. Ich kann euch auch mal die Stats zeigen. Wir haben 90% erhöhtes Lack. Ja, ist schon ein starker Bild. Ne? Also, kann man nicht anders sagen. Das, also, besser geht kaum. Ja. Besser geht kaum, lege ich mich fest. Wenn ihr andere krasse Builds auch noch sehen wollt auf diesem Kanal, sagt ruhig Bescheid. Ich habe noch einige andere auf Lager. Das hier ist nur einer meiner vielseitigen Spielweisen in Vampire Survivor. So. Oh, da ist eine Truhe. Und Abfahrt. Oh! Das ist ja der Hammer! Yeah! Gut, können wir weiterspielen?
Bei Level 80 gibt noch ein Projektil mehr, ne? So. Ja, also jetzt Shepard. Ja, es ist einfach Hammer. Übrigens, für das Santa-Wasser, da habe ich jetzt, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, nicht das passende passive Item für. Aber wenn man das auf die Spezialvariante upgradet, dann wandert das einfach mit einem. Also wenn man da... Und wird größer. Oh, das ist cool. Entschuldigung. Muss mal durch. So. Wir haben auch schon fast 4000 Gold, ne? Also so ist nicht. Ist schon Schmacko. So, das ist doch. Oh, juicy. Oh, lecker. Jetzt wird hier staubsaugt. Toll. Gibt auch Builds, wo man nur auf EP geht. Ja. Das ist dann auch richtig heftig. Da kann man bis Level 150 schaffen oder so. Wenn man da einen Charakter hat, der richtig gut mit Level skaliert. Und nicht capped. Ja, die meisten cappen. Er hier zum Beispiel auch. Ich glaube, er cappt bei 30 drei Projektile mehr. Ja, das heißt, bei Level 80 bekommen wir gar keins mehr. Ich glaube, es waren drei, ja. Alter Junge, es ist einfach... Seht ihr diese Horden? Wie sie... zerschellen! An mir. Ja, das ist der Wahnsinn. Dann nehmen wir ausnahmsweise mal ein Hühnchen. Ja, aber man muss auch weiter ein bisschen... Weil wenn die einen berühren... Ich hab bei den... passiven Upgrades außerhalb der Runden, die man freikauft für Gold, habe ich bislang keine Armor oder Max-Leben oder so gekauft, weil ganz ehrlich, meine professionelle Einschätzung von diesem Spiel ist, das ist ein Damage Race. Es geht darum, die Gegner zu outrangen hinsichtlich Damage. Die sollen gar nicht erst an einen rankommen. Da auf Tanky Build und so zu gehen, ist kompletter Quatsch. Absoluter Schwachsinn. Wenn, dann sind das Fun-Builds, ja, die man mal so machen kann. Also die kommen jetzt auch schon manchmal bedrohlich nah ran, aber spätestens, wenn die Sense kommt, werden die halt alle geklärt. Oh, da kam ein negatives Event. Und zwar die Fledermaus-Schwärme. So, jetzt da ist nochmal ein bisschen besserer Gegner. Das ist sogar der Vorendgegner. Abfahrt! Ah, schade. Ja, wir gehen jetzt in die letzten 5 Minuten, da wird es nochmal spannend. So, 200 Tacken, 270 Tacken. Na, clear die Scheiße, Junge. Jetzt nicht nachlassen. Ja, das ist geil, ne? Das ist geil. Über 4000 Gold, 5000 schaffen wir noch. Easy. So. Toll. Einfach toll. Guckt euch das an. Juicy. Lecker Geld. Ich sag euch, das ist Kinderspiel. Also es sieht leicht aus. Nochmal, ne? Ist es nicht. Wagt euch da mit Baby-Steps bitte ran. Nicht direkt zu viel wollen. Nur weil das beim Henno so gut aussieht, macht das nicht zu Hause nach, ja? Findet eure eigene Spielweise. Ich sag immer, wenn ich Builds oder Guides mache, schaut euch das nicht vom Pros ab. Findet euren eigenen Spielstil. Und dann löppt der Lachs, ja? Oh, jetzt geht's nochmal richtig ab. Maschallah. Lecker. So, da ist nochmal irgendeine Medusa, die auf die Fresse will. Ja, mach die weg, komm. Na? Stirb doch jetzt. Man kann auch einfach stehen bleiben, geht auch. Guck mal, 5000, easy geknackt. Ah! Entschuldigung, das ist der Cappuccino. So. Oh, nochmal. Schön, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja, jetzt kommen langsam nur noch Elite-Mobs. Ne? Oh, da ist wieder Magneto. Geil.
Oh, da oben können wir die Leute einfrieren. Das heben wir uns mal auf, glaube ich. Oder? Heben wir uns das auf. Für schlechte Zeiten. Könnt jetzt hier im Bereich bleiben. Ja, deutlich weniger Loot auf einmal. Also EP, ne? Weil es einfach auch... Junge. Eigentlich ist es auch geil, richtig deep reinzugehen und dann mit der Sense hier... Okay, da kommt eine große Medusa. Wir frieren mal alles ein. Die gehen immer von ihr weg, die Feuerwelle. Will ich verarschen? Jetzt, jawohl. Schön. Schade. Wieder blau. Geld. Schauen wir mal, 6000? Ja. Sollten wir. Es geht gar nicht mehr darum zu überleben. Wisst ihr, wie ich meine? Es geht nur noch darum, möglichst viel Geld zu machen. Untypisch. Weil eigentlich soll das ein schweres Spiel sein. Ey, ihr seht, es wird jetzt auch ein bisschen enger mal. Aber das ist gerade nur die Wave. Ja, gleich kommen andere Gegnertypen, dann wird das wieder besser. Spätestens bei der Sense ist ja Schluss. Bei den Sensen. Jo, wie viele das einfach sind. Ich meine, für euch ist das jetzt ein Normalzustand, ne? Aber spielt mal ohne Mortaccio diese Items. Ihr habt auf einmal viel weniger Projektile. Ihr wisst gar nicht, wie verwöhnt wir hier eigentlich sind. Da ist ein Tool. Abfahrt. Schade. Ja, 6000 ist drin. Easy. So. 6000, das ist es. Gut. So, das ist jetzt eine eklige Way. Gott sei Dank habe ich die Sense. Folge den Feuerbällen. Folge den Feuerbällen. Eigentlich möchte ich ein bisschen nach oben kommen. Sehr gut. Die Roten bringen richtig viel EP. Ihr merkt es vielleicht. Oh, jetzt kommt die Suicide Bomber. Oh Gott, jetzt wird das aber eng hier, hör mal. Ist doch lustig. Ist doch lustig, oder? Kommt mir nicht zu nahe, ekligen Viecher! Ah ja, wir haben ein bisschen Pech mit den Waves, also ist es auch immer anders. Ah! Wir müssen leveln, wir müssen einsammeln, um EP zu kriegen. Was sagt die Uhr? 4 Sekunden. Oh. Oh. Ah, 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 ah. Beste, wenn wir Survival spielen.